Hallo, ich bin Carlo Kaschner aus Berlin, bin 15 Jahre alt und bin jetzt hier bei der AHK Kroatien und mache ein einwöchiges Praktikum hier und erzähle euch jetzt ein bisschen, wie das so war. Hallo, hinter der Kamera ist Melita aus der AHK Kroatien. Ich stelle jetzt die Fragen, ja? Carlo, was hat dich dazu motiviert, dich überhaupt für dieses Praktikum zu bewerben? Also wie so häufig war ich, bin ich diese Sommerferien in Kroatien bei der Familie und ich wollte die Zeit zusätzlich nutzen, um ein Schülerpraktikum zu absolvieren und wollte dabei meine Englisch-, Deutsch- und Kroatischkenntnisse anwenden und meine persönlichen Fähigkeiten integrieren und meine wirtschaftlichen Interessen so ein bisschen erweitern und ja, dann habe ich mich letztendlich für die AHK Kroatien entschieden. Welche Aufgaben und Tätigkeiten hattest du während deinem Praktikum? Also das Team hier bei der AHK Kroatien hat mir einen wirklich tollen Plan zusammengestellt, der, obwohl ich hier nur eine Woche Praktikant war und während der Sommerphase hier war, wirklich alles problemlos abdecken konnte und mir einen wirklich tollen Einblick in die AHK gewährleistet hat. Ja, und dieser Plan, der war grundsätzlich aus drei Teilen zusammengestellt. Einmal Gespräche mit den Mitarbeiterinnen aus allen Bereichen, dann Besuche zu den Mitgliedern der Kammer und der dritte Teil waren die Praktikumsaufgaben, wobei die Hauptpraktikumsaufgabe darin bestand, eine Präsentation Was zusammenzustellen. nimmst du mit von diesem Praktikum? Also ich kann wirklich sehr, sehr, sehr viel mitnehmen aus diesem Praktikum dank des kompakten Plans, der von dem Team hier zusammengestellt wurde. Und ich kann, glaube ich, jetzt von mir behaupten, dass ich die AHK verstehe, die Art und Weise, wie die AHK arbeitet. Und ich bin wirklich fasziniert davon, wie die AHK mit diesem großen Netzwerk die Wirtschaft antreibt. Und ja, es ist einfach, so einfach super. Und ja, ich habe hier auch unabhängig von der Kammer viele Informationen sammeln können und viele Ratschläge fürs Leben wurden mir mitgegeben und die sind, glaube ich, Gold wert und das nehme ich einfach alles mit, ja. Was war das Highlight deines Praktikums und warum? Das Highlight ist eine schwierige Frage, auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch morgen noch einen großen Tag vor mir am Freitag, aber ich glaube, Stand jetzt ist das Highlight so einfach die ganzen Gespräche mit den Leuten, die Möglichkeit, sich so viel mit den Leuten auszutauschen und einfach die Einblicke zu bekommen. Aber bei den Gesprächen stechen vielleicht zwei Gespräche besonders heraus. Einmal das Gespräch mit Herrn Kovac und das Gespräch mit der ehemaligen Praktikantin Josipa Kleiner. Ja. Frage für heute. Wie würdest du das Praktikum von 1 bis 10 insgesamt bewerten und würdest du es auch anderen empfehlen? Also definitiv eine 11 von 10. Ja, ich habe mich wirklich durchgehend wohl gefühlt, sehr gut aufgehoben. Ich konnte viele sehr interessante Personen kennenlernen, mich mit denen austauschen. Das war wirklich sehr, sehr toll. Und ja, einfach das ganze Ambiente war perfekt. Ich würde das Schülerpraktikum auf jeden Fall weiterempfehlen. Und vielleicht auch nochmal kommen. Vielleicht auch in Form eines dann Studentenpraktikums, ein bisschen länger als eine Woche. Und ich kann das Schülerpraktikum an sich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und von der ehemaligen Praktikantin Josipa, die als Studentin auch hier war, auch das andere Praktikum weiterempfehlen, das etwas längere. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bewerbt euch fürs Schülerpraktikum oder allgemein fürs Praktikum bei der AHK.